Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit Minimum gleich. So. Ja, es gibt wieder News. Aktuell hier. Es geht wieder um dieses Driftboard. Und aktuell sieht es so aus, als könnte es am kommenden Sonntag mit der Maschinenpistole gemeinsam rauskommen. Also am Sonntag, den 30. Dezember, könnte es sein, dass dieses Driftboard endlich ins Spiel kommt. Wäre eine ziemlich coole Sache, würde ich mich riesig drüber freuen. Dann haben wir hier eine weitere News. Normalerweise müsste jetzt heute dieses Frozen Legends Pack auch noch mit rauskommen. Ja, also irgendwann heute, wahrscheinlich um diese Vormittagszeit herum, müsste das Frozen Legends Pack rauskommen. Das Ding kostet dann, soweit ich das weiß, 20 Euro. Und dann hast du hier einen Frozen Raven, einen Frozen Red Knight und einen Frozen Love Ranger. Also auch mega geiles Pack hier. Ja, ich weiß auch schon, der Herr sofort will das unbedingt haben. Naja, schauen wir mal. Kriegt ja auch schon ein Tablet und so, das weiß er aber auch. Also machen wir jetzt nicht mehr hier der Weihnachtsmann, der überrascht dich. Nee, nee. Das gibt's nicht mehr bei uns hier, da liegt schon rum. Also, so, da hat er sowieso noch nie so wirklich dran geglaubt. Ich hoffe, ich habe jetzt irgendjemanden hier die Träume kaputt gemacht. So, also. Dann gehen wir doch einfach mal in den Shop rein und da gibt es heute was. Also richtig, richtig geiles, den Krampus. Den gucken wir uns mal an. Hier mit, ja, Teufelshufen. Ey, mega geiler Skin. Also wirklich hier oben die Teufelshörner. Alter Vater, ist das Ding geil. Und hinten drin ein totes kleines Kind. Der war wahrscheinlich frech gewesen. Gib mir Herrn sofort zurück. Gib mir Herrn sofort zurück. Oder unten guckt auch noch einer raus. Das heißt, also wir haben zwei Stück mindestens in diesem Säckchen drin. Um Himmels Willen. So, ja, der Krampus, hier kommt's Anti-Claws, Part of the Krampus-Set. Hammergeiles Teil, gefällt mir richtig, richtig gut. Und er kriegt von mir 10 von 10, der Krampus. Gucken wir mal, sind sogar schon die ersten Noten da. 4 Stück sind schon an der Zahl. Und wo ist da? Also, so, hier, 4,75 von 5, mega geil. Also, hammergeiles Teil. So, aber es geht weiter. Der Bratcatcher oder aber auch in der deutschen Version der Görenfänger. Schon allein der Name ist geil. Görenfänger. Das Ding, das ist einfach nur Kult. Ja, sorry, aber das Teil ist richtig geil. Ja. Und wenn ich bis jetzt einer Picke noch nicht so viel gegeben habe, aber diese Picke verdient auch 10 von 10. Ich finde den Bratcatcher cool, auch wenn hier, jetzt wenn ich das sehe, ist mir völlig wurscht, 2 von 5, ein einziger Vote drauf. Egal, ich finde das Ding mega kultig jetzt schon. So, und jetzt wird es richtig nice. Richtig nice. Das hat ja schon hier Drachenniveau. Alter, der Krampus Little Helper. Oder auch, wie es in der deutschen Version heißt. Knecht Kramprecht. Da ist der Knecht Kramprecht. Hey, Leute, das Ding ist doch mal mega kultig, oder? Ist das geil? Ist das Ding geil? Also jetzt muss ich echt sagen, es könnte unter Umständen der Fall sein, dass mein DeLorean jetzt ausgesorgt hat. Weil das hier ist mal wirklich ein Hammer-Set irgendwie. Krampus, Little Helper. Knecht Kramprecht. Also kriegt von mir auf jeden Fall auch 10 von 10. Das Ding ist ja mal sowas von übelst, ja.
Schauen wir mal rein. Auch hier, ui, ja. Zwei Votes bis jetzt nur, aber auch 5 von 5 bis jetzt bei beiden. Also das Ding, das ist einfach nur Kult. Gucken wir mal, wie der sich nochmal aufbaut. Ja, mega geil. Muss ich eigentlich sagen, also das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, ist jetzt hier wie beim Drachen. Beim Drachen hast du ja, speit ja dann noch da dieses Eisfeuer. Das hat man hier jetzt nicht, aber trotz allem oberhammerkultig das Ding, ja. So, jetzt sind wir damit erstmal durch, soweit. Und dann gehen wir hier rüber zur Dance Therapy. Und jetzt geht's gleich wieder richtig zur Sache. Das hören wir uns jetzt mal an und dann schauen wir mal. Das ist so geil. Oh yeah. Ja, also mega kultig hier die Tanztherapie. Geht ab wie ein Zäpfchen hier. Ja, sensationell. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich gebe dem Ding inzwischen. Also ich habe es jetzt immer wieder schon so oft jetzt schon gesehen, das Teil. Jetzt ist es endlich soweit. Jetzt kriegt die Dance Therapy von mir 10 von 10. Ich kann es, es geht nicht mehr anders. Ich muss jetzt der Dance Therapy 10 von 10 geben. 4,44 von 5 bei 36 Votes am 30. August erstmal drin gewesen. 173 Reminders. So. Dann haben wir hier so einen schrottigen Standardgleiter, der Cozy Coaster und der Cozy Coaster. Also ich verstehe es nicht, warum er so eine starke Benotung von euch bekommt. Von mir kriegt er 0 von 10. Hier ist das absolute krasse Gegenteil. 4,83 von 5 bei 12 Votes. Ich weiß ja, was an dem Ding schön sein soll. Keine Ahnung. Also mir gefällt er nicht. Ja gut, er kam vor einem Jahr gerade mal raus. Da waren noch keine geilen Gleiter mit dabei. Vermute ich jetzt einfach mal. So, dann haben wir den Knock-Ops, so heißt er hier in der englischen Version oder in der deutschen Version, auch ein cooler Name, ich sehe es jetzt gerade hier, die Glühweinagentin. Also hier, have yourself a merry little skirmish. Die Glühweinagentin. Mega cooler Name. Finde ich echt funny. Der Knock-Ops hat sich ja sofort auch geholt. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Glühweinagentin ist ja schon hier richtiger Kult dann quasi. Und ja, ich bin inzwischen auch schon allein wegen der. Also ich meine, schaut euch meine Frau an. Ja, ist sie nicht hübsch? Guckt, vergleicht sie mit mir hier. Guck, guck, guck. Ich ziehe mich mal ganz kurz hier. Guck mal. Ja, und. Ey, irgendwie mag er nicht. Er mag, lässt mich nicht. Lässt er mich da nicht dran hier? Du? So, guck mal da. Hä? Ah, oh, Schnucki. Oh, Schnucki, Schnucki, Schnucki. Na, no, komm, komm, komm her, Schnucki. Ja, ich habe mich feini, feini, bitte feini, ja. So, die Glühweinagentin und alleine schon wegen dem Partnerlook muss ich ihr ja inzwischen jetzt auch, naja, immerhin mal 7 von 10 geben. Also, so, Glühweinagentin. Ja, wie sieht's denn da aus? 4,76 von 5 bei 68 Votes. Glühweinagentin. So, jetzt haben wir hier den Infiltrator. Und ja, durchschnittlich 5 von 10 für den Infiltrator. Und da haben wir auch hier 3 von 5. Ich muss mal eigentlich wieder runter zu dem anderen Ding da gehen. Wo ist das andere? Wo ist das andere? Da sieht es dann doch. Da, das hier ist es. So, Infiltrator. 3 von 5. 19. November 2017 das erste Mal drin gewesen. Ja.
So, jetzt kommen wir hier zu den Handsignals. Fand er sofort super witzig. Deswegen hat er sich's auch geholt. Ja, die Handsignals kriegen von mir 8 von 10. Und hier haben wir auch die Note 4,59 von 5 bei 27 Votes am 18. August 2018. Das erste Mal drin gewesen. Mega cool. Und dann haben wir hier noch eine Picke. You shouldn't have. Ja, sorry, aber finde ich, sieht gaga aus. Die scheiß Biggie, ja. You shouldn't have. Auch wieder sowas, ja. Also ich finde, mir gefällt es nett. Kriegt von mir 4 von 10. Hier sind es 4,54 von 5. Am 21. Dezember 2017 draußen gewesen. So, wenn euch das heutige Video gefallen hat. Also, jetzt passt mal auf. Also erstmal, ich wünsche euch allen, ich habe schon im anderen Video gemacht, aber ich sage es jetzt auch hier nochmal. Ja, weil guckt ja nicht jeder Animation Throwdown und nicht jeder Animation Throwdown-Spieler guckt hier Fortnite und so weiter. Deswegen auch hier nochmal, ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen nur das Allerbeste zu Weihnachten. Ja. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Genießt die Tage im Rahmen eurer Familie und euren Lieben. Ja, ganz schöne Geschenke. Also erstmal viele Geschenke auch, die euch gefallen. Und ganz viel Glück und vor allem Gesundheit. Bleibt gesund. Mich hat es ja jetzt 1,5 Wochen lang ziemlich zerbrezelt. Inzwischen geht es mir scheinbar, naja, ich bin ja immer noch nicht so ganz fit, aber ich habe das Gefühl, es geht jetzt so langsam bergauf. Das hatte ich vor ein paar Tagen auch schon mal, da hatte ich dann am nächsten Tag wieder einen Rückfall gehabt, also ich hoffe nicht, dass das jetzt der Fall ist. Den Herrn sofort hat es jetzt auch zerstört. Der hat jetzt heute auch noch Fieber bekommen, den hat es jetzt auch zerbrezelt. Also macht es nicht so wie wir, bleibt schön gesund. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest und genießt diese tolle Zeit. Haut rein. Achso, wenn ihr uns, also auch hier sage ich es nochmal, wenn ihr uns ein schönes Geschenk machen möchtet, ja, dann würde ich mich natürlich auch riesig über einen, ja, über ein Abo freuen, über einen Kommentar. Ja, über Likes, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Oder einfach nur, wenn ihr sagt, ach komm, macht doch mal den einfach mal ein schönes Geschenk jetzt hier. Dann wäre das eine tolle Sache. Ne? Also lasst es euch richtig gut gehen. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.